Hallo und herzlich willkommen zu dieser Ausgabe Let's Play World of Warships. Und hier in dieser Folge will ich euch die St. Louis zeigen. Das ist ein Tier 3 Kreuzer der USA mit einer unglaublichen Anzahl an Kanonen, wie man hier an der Seite sieht. Überall sind sie, ragen heraus. Also da ist einiges am Start. Also wenn der Gegner in die Nähe kommt, da gibt es einen ordentlichen Reibach. Aber ich würde sagen, genug der Worte, lasst uns doch einfach in den Kampf springen und schauen, wie sie sich schlägt. Also von dem her, bleibt dran, lasst uns das verrostete Monster ins Wasser tragen. Hallo und schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu Let's Play World of Warships. Und ja, wir haben ein neues Spielzeug und zwar die South Carolina. Und die South Carolina ist ein böses Stück. Das kann man so sagen, wie es ist. Ist zwar eigentlich sehr träge, aber dafür, wenn sie in den Kampf kommt, dann wird es richtig, richtig unangenehm für den Gegner. Weil einfach so viel einprasselt auf ihn, wenn man sich denn sieht. Ich kann euch das ja mal ganz kurz demonstrieren. Jetzt lassen wir erstmal alle Kanonen mal richtig rüber. Und auch die ist noch nicht voll ausgebaut, also da fehlen noch ein paar. So, und das ist dann eine Salve und innerhalb von ein paar Sekunden darf man dann wieder schießen. Schön, schön, schön. Aber wie gesagt, hier noch der Stockzustand. Also allererste Gefecht auch mit ihr. Ach, der arme Gegner. Tut einem ja schon fast leid, wenn man nicht selber schon gegen sie gespielt hätte und sie verflucht hätte. Vorne sind schon die ersten Gegner. Allerdings ist es mit der Reichweite nicht so gut bestellt, dass ich da jetzt schon drauf komme. Ihr seht, 9,5 Kilometer maximal. Das heißt, wir brauchen noch ein bisschen Weg, den wir da überbrücken müssen. Hier die Chester, das wäre doch ein Ziel, wo ich mir gleich gerne mich dem annehmen würde. Sobald es rumkommt. Wie fahrt ihr denn? Merkwürdig. Dreht sie jetzt bei? Da in der Schlucht? Sieht so aus. Ja, auf die Chester komme ich nicht. Die hat sich da jetzt ganz gut hingestellt. Dann nehme ich doch die andere. Oh, 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 oh. So, alles auf einmal. So, jetzt der sollten aber gut treffen. Ja, in der Tat. So, bisschen hier Schlangenlinien fahren. Auf jeden Fall die andere Chester, die hat gleich direkt genug. Die denkt sich, oh nö, nö. Da ist doch erst noch Mittag. Muss noch was essen. Dreh mal schnell weg. Hier oben wird es aber wohl wirklich gleich die Schlacht richtig losgehen. Weil hier ist ja überall Gegner und überall Team. Also von dem her wird es gleich richtig lustig. Aber die Chester hätte ich jetzt eigentlich ganz gern. Das heißt, wir drehen mal nach rechts bei. Ich nehme aber auch die. So. Und noch mal ein. Ohne gegnerische St. Louis, die ist dann spannender.
Du bekommst dafür aber auch das ganze Arsenal. Ja. Schöne Bewegung und klappt auch der noch. Auch da treffe ich nochmal gut. Wie gesagt, das Ding ist einfach ein Monster. Und selbst das als hier noch Stockmaschine. So, die Chester kommt hier auch gleich in meine Schussbahn. Sind sie auf dem Weg und weg damit. Leider nicht getroffen. Und hier, da haben wir ihn doch gut beschädigt. Bullseye. So, wo ist denn mein kleiner Freund, der Zerstörer? Da ist die Wackattacke. Oh, schade, schade. Ich dachte, die wäre konisch genug dafür, dass ich dann praktisch hier treffe, aber leider nicht. Oh, kurz davor eingeschlagen. Aber die könnten gut kommen. Und dreht er sich rein, dreht er sich rein. Er dreht sich wunderbar rein. Auch hier nochmal das Ruder beschädigt. Jetzt bekomm's ich dafür aber. So, nochmal. Jetzt muss ich erstmal den ersten wegbekommen, weil jetzt bekomme ich's hier von der St. Louis. Aber jetzt muss ich mal gegenhalten. Und ich komme noch den Torpedo weg. Kann hier noch ein Schnippchen schlagen. Jetzt will ich mich hier mal hinter die Insel retten. Na, wenigstens einmal reagieren können. Aber jetzt brauche ich hier wirklich Schutz und Deckung. So, wenigstens Feuer konnte ich löschen. So, jetzt haben sie endlich mal hier die anderen St. Louis ins Feuer genommen, weil jetzt hat sie mir doch sehr gut zugesetzt, muss ich leider gestehen. Moxie hier hinten ganz alleine, also da ist nicht viel an Gegnern, auf was sie gerade schießen kann. Dementsprechend gerade wenig Unterstützung von ihrer Seite aus. Ich würde jetzt saugern eigentlich normalerweise hinter die andere St. Louis fahren, wenn ich das aber mache. Dann kriege ich hier von der, was haben wir denn da drüben noch? Ich glaube die Tenryu war es, die mich da gesehen hat, die da 12 Kilometer weg war. Da ist er ja schon. Ja. Hallo. So begrüßt man sich. Hier bei mir.
Da ist noch die Chester. Muss die South, die St. Louis da ist. Jetzt gibt's aber die Revanche für gerade eben, mein Freund. Trifft mich hier sehr gut, leider. Oh, oh, oh. Auf dich hatte ich jetzt gar keinen Blick, muss ich gestehen. Aber macht nichts. Jetzt macht sie mich weg. Ja, schade, schade. Auf die habe ich jetzt gar nicht geachtet, weil ich dachte irgendwie so mein Teampartner gefühlt wäre näher. Moxie ist da sehr weit weg. Aber die Gegner haben nicht mehr viel. Das dürfte alles gleich erledigt sein. So, und der andere, die Tenryu ist da jetzt auch noch festgefahren, also von dem her ist es jetzt gleich erledigt. Der ist schon tot, mein Freund, der ist schon tot. Ah, jetzt kommen hier noch Torpedos. Aber er kommt genau so, dass... Oh, war der knapp. Alter Schwede. Ja, da ist ein Sieg. Da ist der Sieg. So, schauen wir doch mal. Da ich mich auf den dritten Platz habe ich mich kämpfen können mit 771 XP, habe knapp 26.000 Schaden erreicht und ja, es war doch eine ganz ordentliche Runde mit zwei zerstörten Gegnern. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Mir hat es persönlich ganz gut gefallen, weil ich das Schiff sehr gern mag. Bis zum nächsten Mal, euer Alcaramba.